Hallo meine lieben Dampfern und Dampfer, willkommen zurück zu Dampfdieders. Zwei Sachen möchte ich vorweg noch ganz kurz klären. Danke, dass ihr so extremst in hoher Anzahl mitgemacht habt bei der Umfrage auf Instagram und auf Facebook, wie viele Aromen ich tatsächlich rausbringen soll. Die Mehrzahl war so eigentlich im Durchschnitt, kann man sagen, auf... Ich sag die Zahl nicht, ich spoilere es euch, wenn es soweit ist, aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen, denn ihr entscheidet da natürlich. Des Weiteren wollte ich für das tolle Feedback auf jeden Fall danken von meinem Lieblingsfilme-Video. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Leute, wie unglaublich aufwendig das wirklich war, auch wenn es vielleicht nach außen hin gar nicht so wirkt. Das Problem ist es, diese Szenen zu finden. Denn nicht jede Szene, die ich benutzt habe, ist im Trailer. Nicht jede Szene ist auf YouTube verfügbar. Das war so viel Suche, eine Schnitzeljagd nach den richtigen Szenen. Und ich wollte diese Szenen auch so reinschneiden, dass während ich euch erzähle, was da passiert, dass genau in diesem Moment ich das Ganze einblenden kann. Sorry auch für den ganzen Dampf, es ist richtig verschwommen hier, das Bild. Aber ich habe gerade die ganze Bude voll gedampft und es ist so kalt, ich mache das Fenster nicht auf. Sehr schönes Feedback, der ein oder andere hat gemeckert, dass es kein Video ist, das sich mit dem Thema Dampfen beschäftigt. Es ist in meinen Augen vollkommener Humbug, das drunter zu schreiben. Da mache ich Liquids, beschweren sich die Leute, dass es ein Liquid-Video ist. Mache ich ein RDA, beschwert man sich, dass es ein RDA-Video ist. Mache ich was, nichts mit dem Dampfen, heißt du bist ein Dampferkanal, warum machst du so einen Schwachsinn? Aber ich glaube, 95% der Leute fanden es sehr gut und das freut mich natürlich und dafür gibt es auch Part 2. Ich habe eine sehr geile Videoidee, die ich definitiv machen möchte als Abo-Special. Wann, weiß ich nicht genau, 85.000, 90.000, ich weiß es nicht. Vielleicht erreichen wir diese Zahl auch niemals, dann kommt es auch niemals. Habe eine mega geile Idee, das wird das Lustigste, das ich je in meinem Leben produziert habe. Ich werde euch nicht verraten, was es ist, aber ich werde es tun und ich bin mir sicher, ihr werdet es feiern, denn... Ich habe mich heute totgelacht, habe es meinem Dad erzählt, weil ich es heute ausprobiert habe. Und mein Vater lacht selten, wenn ich ihm was erzähle. Selbst bei einem guten Witz. Der grinst dann höchstens mal und sagt, ja, passt schon. Er hat wirklich 3-4 Mal herzhaft gelacht. Und das ist für mich so das Staatsexamen der Witzetests. Ja? Wenn mein Vater lacht, dann war es wohl gut. Worum geht es heute, Leute? Heute geht es um 4 Liquids, die ich in Trier auf der Messe mitgenommen habe, auf der Messe von Steamers Paradise. Das sind nämlich auch die Liquids von den lieben Herrschaften. Und zwar... finde ich tatsächlich, das erste, was ich gesehen habe, war das Design. Ihr wisst, wer mein neues Logo kennt, wer meine Shirts kennt, die man übrigens bei Steamers Clothes, schwierig auszusprechen, bekommt. Türkis und Pink finde ich toll. Das ist mir ins Auge gestochen, habe ich gleich gesagt, okay, was ist das? Dann gibt es eben noch verschiedene Farben, die zeige ich euch alle. Die haben auch alle ganz lustige Namen. Hier haben wir Ehrenmann und die Serie heißt übrigens Hashtag Gönn dir. Könnt ihr hier sehen in diesem violetten. Und das wäre jetzt das Ehrenmann. Die haben alle so lustige Namen. Da musste ich tatsächlich den lieben Uwe, ganz viele Grüße an dich, nachfragen, was denn Penga bedeutet. Er meinte dann, das musst du eigentlich gar nicht wissen. Habe ich gesagt, doch, ich will es den Leuten erklären. Er meinte, na gut, wenn es unbedingt sein muss. Das hat man zu meiner Studienzeit, meinte der Uwe. Der Uwe müsste, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, lieber Uwe. Falls du dieses Video siehst, kommentiere es mal. In seiner Studienzeit hat man das gesagt, wenn Leute Deppen waren. Ja, statt du Spack oder du Sprille oder sowas, hat man dann gesagt, Penga. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Wie gesagt, Ehrenmann, Penga, beste Name, ist Cousin. Ich krieg einen Hals, wenn mir das Leute schreiben. Ich bin heute mit meinem Cousin. Das heißt Cousin. Es ist ein französisches Wort, aber hier Cousin. Perfekt geschrieben. Das feiere ich, wie es aussieht. Auch sehr cool aus. Sehr geiles Etikett, so ein bisschen samtig und so. Gefällt mir sehr gut. Sind sehr interessante Geschmacksrichtungen. Nicht so 0815, das ist Erdbeer, das ist Kirsche, da haben wir eine Banane. Und wir haben noch Jackson. Au! Entschuldigung. Das kommt so ab und zu. Ich mache jetzt auch Beatbox in meinen Videos. Grüße an den lieben Jack. Das war gerade Billie Jean. Wir fangen an mit, ich würde sagen, Penga. Ne, hier mit dem Grünen fangen wir an. Ich mache mal den Lecktest, sag, was ich da rausschmecke. Und wir dampfen das Ganze. Und ich habe heute ganz tolle Setups. Ganz tolle Setups. Extra für dieses Video. Ganz, ganz tolle Setups. Sind nur 3, deswegen muss ich... Oh, jetzt klingelt es an der Tür. Hier, kurzer Cut und danach der Lecktest. So, bin wieder da. Alles geregelt an der Tür. Hab dem einfach auf die Fresse geschlagen und gesagt, warum klingelst du während Videoaufnahme? Nee, war Post. Hab ein Päckchen bekommen. So, ich habe den Lecktest vorher schon beim Rausrennen zur Tür gemacht, aber ich mach's nochmal. So. Bei diesen Liquids liegen wir im Süßegrad in einem sehr moderaten Bereich. Wir sind hier bei maximal 8, allerhöchstens 8,5 mit Rückenwind. Also die sind wirklich für jeden gut geeignet, der auch vielleicht extrem süße Liquids auf jeden Fall ablehnt. Wir haben hier schon die erste wirklich extreme Komposition. Wenn man das leckt und nicht weiß, was es ist, wird es schwierig. Der Nachgeschmack ist definitiv Bubblegum.
10-Pfennig Kaugummi aus dem Automaten kennt ihr. Genau dieser typische Bubblegum-Geschmack oder Geruch. Hier beides. Aber was ich hier auch merke, ist etwas... Oh, nein, es ist kein Anis-Anus. Es ist das andere grauenvolle Zeug, das ich in Liquids nicht mag. Aufgrund von einem Liquid, das mir das in der Vergangenheit ein bisschen verhunzt hat. Aber hier ist es okay, weil das mit was Süßem zusammengeht. Ich schmecke auch, ich komme zu dem Besonderen, komme ich am Ende, ich schmecke auch eine Wassermelone raus. Mag daran liegen, dass ich weiß, wonach es schmeckt. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, aber habe es von 2-3 Leuten probieren lassen. Einer hat gesagt, er weiß gar nicht, nach was es schmeckt, ist aber interessant. Der andere hat sofort Wassermelone gesagt und einer hat Bubblegum gesagt. Und einer hat gemerkt, dass da Gurke mit drin ist. Wir haben hier Wassermelone, Bubblegum, Kaugummi und Gurke. Das sind mal drei Sachen in der Kombination. Also das ist wirklich eine Komposition, da muss man erstmal drauf kommen. Das war Apenga. Nein. Wir machen das jetzt hier in einen Tröpfler. In welches Setup das genau gerade kommt, sage ich euch gleich. Ihr wisst ja, ich bin stolzer Besitzer von einer neuen mechanischen. Und zwar meine Pure Wattage Dreadnought. Habe ich die schon mal in einem Video gezeigt? Ist das Ding nicht geil? Aus Aluminium besteht das Ganze, deswegen ist das Teil extrem, extrem leicht und wiegt eigentlich kaum mehr als der Akku, der drin ist. Sehr, sehr gut. Wir ziehen hier mal von Penga, weißt du? Kennt ihr die Penga Boys? Up and down. Oh, das wird interessant zu beschreiben auf jeden Fall. Also, für mich schmeckt das Ganze so. Ich schmecke als erstes die Mischung aus Wassermelone und Bubblegum. Die Wassermelone ist nicht sehr süß, der Bubblegum-Geschmack ist auch nicht sehr süß. Wie gesagt, 8, maximal 8,5. Der Nachgeschmack wird abgerundet von einer wirklich schönen, sehr authentischen Gurke. Ich finde auch, die Gurke ist ja das Authentischste von diesen Geschmäckern, die da drin sind. Die Wassermelone ist... aufgrund dessen, dass man die Liquids halt nicht zu süß machen sollte, eben kein Candy türkischer Wassermelonen-Kaugummi, sondern eher, eigentlich, sie will schmecken wie eine authentische, auch von der Intensität, schmeckt aber schon ein bisschen so in die Richtung Süßigkeit, aber mit abgeschwächter Süße. Ich glaube, ich hoffe, ich kann es euch irgendwie erklären. Der Kaugummi schmeckt exakt 1:1 wie der Kaugummi aus dem Automaten, aber halt auch eben nicht mit der Süße, wie man sie kennt, diese ekelhafte Chemiesüße von den Kaugummis, sondern alles wirklich in einem sehr moderaten Bereich. Am authentischsten und besten finde ich jetzt bei dieser Komposition tatsächlich das Gurkenaroma, was das Ganze drumherum abrundet. Das schmeckt wirklich sehr interessant und ist vielleicht für MTL sehr, sehr gut geeignet, weil es halt nicht das übersüße, krasse, fruchtige, mentholhaltige, weiß Gott was Liquid ist. Okay, Noten gibt's zum Ende. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Ich muss hier erstmal die Flasche zumachen, weil die fallen hier bei mir auf der Couch gerne mal um. Ich muss hier aber einen kleinen Cut. Ne, muss ich gar nicht. Ich habe hier noch ein Gerät. Ich habe zwei Geräte noch zur Verfügung. Die habe ich schon hergerichtet. Wir nehmen jetzt als nächstes einfach den Jackson. Da drüben habe ich dich doch, oder? Ja, Jackson. The Billie Jean is not my lover. She did the girl. Claims that I am the one. The kid is not my son. Da gehen wir in eine andere Richtung. Hier finde ich den Geschmack etwas süßer als beim Vorgänger, als bei Penga. Das ist auf jeden Fall ein Früchtemix. So, und da habe ich jetzt die Beschreibung extra gelesen, weil ich gesagt habe, da ist wieder etwas drin. Wie bei Penga schon die Gurke, ist hier auch wieder etwas drin. Aber hier komme ich nicht drauf. Da kann ich noch so lange suchen. Ich komme nicht drauf. Ich sage euch jetzt einfach mal nach, was es schmeckt. Was ich definitiv rausschmecke, ist ein schöner Apfel. Der kommt im Vordergrund. Die anderen beiden Zutaten habe ich so privat jetzt nicht rausschmecken können. Als ich gelesen habe, was drin ist, wusste ich auch, warum das so ist. Denn wir haben hier einen Mix von Apfel, Kiwi und Bergamotte. Der dampft schon Motten. Ernsthaft jetzt, das hätte man Penga nennen sollen. Nein, ich weiß natürlich, dass Bergamotte keine Motte ist, Leute. Aber das Gesicht der Leute, dann immer bei so einem Video, da sage ich dann ja Motte und so, dann kommt dann, oh, bist du bescheuert. Ach so, er weiß es. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon. Natürlich weiß ich, dass das keine Motte ist. Warum nennt man es dann so? Ja, Leute, Kiwi habe ich in meinem Leben einmal gegessen oder zweimal. Ich fand es dann irgendwie nicht so berauschend als Kind wegen den Kernen und so, die drin sind. Ich mag das nicht, auf sowas zu beißen. Hab dann, wenn dann nur das Fruchtfleisch drumherum gegessen. Ich weiß, eine Kiwi kann man schön auslöffeln und so. Kann ich nicht viel dazu sagen. Bergamotte. Wir googeln das jetzt einfach mal just for fun. Zusammen.
Bergamotte, meine liebe, liebe Bergamotte. Es ist eine Zitrusfrucht. So, ich google das gerade zum ersten Mal. Ja, es ist eine Zitrusfrucht und zwar eine Bergamotte Orange. Und wenn man das dann weiß, sucht man danach. So, ich hätte es gesagt, da ist auf jeden Fall, nachdem ich das weiß, was da drin ist, hätte ich gesagt, da ist ein Zitrusgeschmack. Aber ein Hauch, eine Nuance. Denn für mich ist hier definitiv mit ca. 60-70% der Apfel im Vordergrund. Aber dieser interessante Geschmack von den beiden drumherum macht das Ganze halt wieder zu einer Komposition. Man merkt, da ist was, man kann es, also ich konnte es nicht definieren, was es genau ist. Bergamotte habe ich noch nie in meinem Leben gegessen, getrunken, gerochen, mir auf den Körper eingeschmiert oder damit zum Tanzen gegangen. Habe ich noch nie gemacht, kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Ist definitiv ein sehr, sehr schöner Apfel. Ich würde sagen, so richtig schön. Ich sage ja immer, wenn es nach Apfelschale schmeckt, ist es ein authentischer Apfel. Und hier sind wir genau in diesem Bereich. Ein roter Apfel. Ich finde, es ist kein grüner, saurer Apfel, sondern es ist ein kräftiger, saftiger, roter Apfel, der sehr authentisch wirkt, mit diesen Zusatznuancen, die ich persönlich so nicht richtig bestimmen konnte. Wir dampfen das Ganze jetzt auch mal. Das Ganze habe ich im Krone 3 mit Meshcoil-Verdampfer von Uvel. Jetzt fange ich auch schon mit dem Rotz an. Sind wir auf der richtigen Leistung? 75 Watt und let's go. Ja, exakt. Übrigens gehen hier ganz liebe Grüße an den Günther raus. Wenn ihr denkt, ich schmatze beim Liquid probieren, beobachtet mal den Günther. Ich finde das faszinierend, der Mann. Finde ich richtig toll, weil er gibt sich... Das ist halt Günther, wie er leibt und lebt. Menschenskinder, Günther von Aeroltech, ja? Der gibt sich da so viel Mühe, der schmatzt und schmatzt und schmatzt, weil der sucht jede einzelne Nuance, weil der will dir sein perfektestes Feedback geben. Ist halt einfach ein echter Mensch. Ein wirklich authentischer Mensch. Liebe Grüße an dich, Günther. Ich hab dich echt gern. So, ja, wie gesagt, auch beim Dampfen ist es genauso. Im Vordergrund steht definitiv der rote, kräftige Apfel, umrundet von diesen Nuancen, die ich persönlich nicht zuweisen konnte. Aber wir wissen jetzt Kiwi und Bergamotte. Sehr interessant für Fans dieser Sorten. Vielleicht genau das Richtige. Süßigkeit ist ein bisschen höher wie beim ersten. Nicht viel, also wenn das andere 8 war, ist es jetzt 8,172239. Exakt ausgerechnet habe ich das mit einem Süßungsgradometer. Gut, dann meine Freunde... Kommen wir auch zum nächsten Liquid und das ist jetzt hier das rosa Metallic-farbene und das ist der Cousin. Der Name ist super für das Liquid. Cousin, ich bringe jetzt auch bald eine Serie raus mit Bro, Brody und so weiter und so fort. Digger, LAN, WLAN, ULAN. Das geht in die Schiene, mein Geschmack. Ich schmecke hier was Fruchtiges und ich schmecke hier was Cremiges. Und wenn ich so etwas schmecke, ich muss da ein bisschen an Illusions Taste of Gods denken, weil ich halt sowas wie eine Kokosnussnote hier rausgeschmeckt habe und mir sofort gedacht habe, oh, was Fruchtiges mit einer Kokosnuss kombiniert, ist natürlich genau mein Geschmackssinn. Wir sind hier wieder beim Süßegrad in einem sehr zurückhaltenden Bereich. Hier würde ich wieder sagen, sind wir bei ungefähr 8 und wir haben hier Kokosnusscreme. Das ist so ein Cocktail mit Waldfrüchten. So sagt auch die Beschreibung. Welche Früchte schmecke ich hier raus? Ich bin hier eher so im Bereich, kann man Waldfrüchte einfach so nackt stehen lassen? Es ist immer so schwer, das zu beschreiben, Leute. Es sind verschiedene Beeren. Und jetzt kommt wieder der Witz, Bestemt, den ich noch nie gebracht habe, den ihr noch nie gehört habt. Wir haben da Himbeeren, Johannisbeeren, wir haben Grizzlybeeren und Waschbeeren. Die sind immer sehr sauber. Haha, wir haben uns totgelacht. Manchmal einfach Fresse halten. Hier ist es sehr schwer zu sagen, welche Nuance übertönt oder stärker ist. Dafür nehme ich jetzt meinen neuen Fasch-Mod. Ja, vielleicht kennt ihr den, vielleicht aber auch nicht. Den werde ich demnächst definitiv vorstellen. Ich feiere das Ding wie Sau. Obendrauf habe ich den Single RDR aus dem Hause THC Creations, heißen die so? Tauren Single. Tauren. Wenn ich Tauren sage, wisst ihr, was sage ich. Ja, weil heute die Cap auf, weil heute das Paket ankam. Wir dampfen das Ganze jetzt mal hier und achtet mal auf die Tube dazu. Bitte mal einmal Licht aus. Anders Farbe, weißt du? Anders Farbe, weißt du? Süße, geil, oder? Aber mehr sage ich dazu nicht, da kommt definitiv ein Review. Wartet bitte das Review ab, vielleicht finde ich das Gerät nämlich scheiße. Es sieht zwar geil aus, aber mehr dazu werde ich im Review sagen. Falls euch meine Meinung interessiert, wartet ab, bevor ihr irgendwas jetzt tut.
schön, cremig, Süße technisch wieder zurückhaltend mit den Früchten zusammen. Ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Komposition. Erinnert mich so ein bisschen an eben Taste of God. Früher habe ich das Multiple Orgasmen genannt. Nur in einer sehr zurückhaltenden Version. Das von Illusions war enorm süß, extrem süß. Süße gerade 10, vielleicht sogar 10,5 von 10 möglichen Punkten. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele jetzt bei YouTube mit meinen 10 Punkten arbeiten. Süße Grad und frische Grad und sowas höre ich jetzt immer öfter in Videos. Ja, also fühle ich mich auf jeden Fall geehrt. Das ist nett von euch. Dankeschön. Ja, ich würde es wieder einpendeln lassen bei maximal 8. Vielleicht sogar, ich glaube 8 ist zu viel für die Serie. Ich würde sagen, wir machen 7,5 und 7,72884 für das Jackson. Das war gerade etwas süßer. Hier sind wir wieder bei 7,5 im Süßegrad. Schöne Komposition, was mir sehr gut gefällt, ist die Kokosnussnote ist keine aufdringliche Note, die so schmeckt, als hätte man gerade Raffaello in der Gosch und kann nicht mehr aufhören. Sondern es ist wirklich eine zurückhaltende Note, die aber sehr authentisch schmeckt. Gut, dann kommen wir zum letzten aus der Reihe und das ist der Ehrenmann. Wir haben hier übrigens immer 100 ml Liquid in der 120er Flasche und liegen preislich bei knapp unter 20 Euro, 19,95, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall für 100 ml Liquid ein sehr, sehr guter Kampfpreis. Und übrigens ist Ehrenmann schon mal farblich mein absoluter Favorit. Ich finde, diese Flasche sieht einfach phänomenal perfekt aus, muss ich echt mal so sagen. Wirklich... Liebe Grüße an den Designer, wieso ging hier zu schwer auf? Hast du einen tollen Job gemacht. Habe jetzt übrigens in keinem davon Nikotin drin, habe ich alle mit Nuller geboostet. So, und hier sind wir dann auch bei meinem Favoriten. Und zwar schmecke ich hier, und da sind wir wieder bei dem Thema, wo habe ich die Verpackung? Hier, da sind wir wieder bei dem Thema. Campino Bonbons, die dunklen, die ich so feiere. Genauso wie hier bei dem Nos Liquid, bei einer schwarzen Johannisbeere. In diesem Liquid ist tatsächlich Frische vorhanden. Dieses Liquid soll sein ein Energy Drink. Oder besser gesagt Energy. Ja, aber Energy Drink, was soll es sonst sein? Dextro Energien wird es wohl nicht sein. Mit Nektarine und Johannisbeeren. Die Nektarine ist sehr extrem im Hintergrund, finde ich persönlich. Die gibt so einen kleinen zusätzlichen Touch-up. Aber was ich hier schmecke, ist ein Johannisbeer-Energy Drink. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Es gibt diese ganz günstigen 50 Cent Energy Drinks. Kennt ihr die? Weil, das sage ich jetzt nicht abwertend, sondern es gibt einfach vom Monster oder so kein Johannisbeer Energy Drink. Es gibt, glaube ich, so Cassis und so schwarze Dose gibt es. Es gibt, glaube ich, eventuell von Red Bull eine Version, aber die kenne ich, glaube ich. Habe ich so selber noch nicht getrunken. Ich kenne von Red Bull, trinke ich, wenn dann gerne, die Weihnachtsedition hier, Zimt Pflaume oder sowas. Die finde ich echt gut. Sonst bin ich kein Red Bull Fan. Aber hier sind wir bei einem kalten Johannisbeer Energy Drink. Das ist definitiv mein Favorit aus der Serie. Nicht nur von der Etikettfarbe, sondern auch tatsächlich vom Geschmack. Ich muss einen kleinen Cut machen. Ich mache eine neue Keule in den Crown und wir dampfen das Ganze im Crown 3. Ich meine natürlich im Crown 4. Das war nicht der 3, das ist der Krone 4 verdampfer. Oh, bis gleich. So Leute, Tank ausgewaschen, neue Keule ist drin und wir dampfen das Ganze jetzt hier. Den Ehrenmann. Ist ja eines der Wörter 2018, oder? War übrigens jetzt meine letzte Keule. Ich habe eine gehabt, die habe ich von Anfang an drin gehabt. Jetzt habe ich für dieses Video eine gewechselt. Die andere habe ich nicht weggeschmissen, weil die werde ich dann wieder einbauen, wenn ich wieder das gleiche Liquid dampfen sollte. Oder wenn ich sie ausgepustet und ausgekocht habe, weil ich habe keine Keuls mehr. So, ich bleibe dabei. Der frische Grad ist okay. Mehr würde ich aber hier auch nicht mehr machen. Wir sind hier bei so circa 4 von 10 möglichen Punkten. Vielleicht maximal 4,5. Süßegrad ist hier auch eher bei 8 einzupendeln. Und wir haben einen schönen, sehr echten, authentischen Johannisbeergeschmack. Also... Nee, das ist falsch. Einen schönen Johannisbeer-künstlichen Geschmack. Warum? Echte Johannisbeeren sind sauer. Nur die künstlichen, die man in Bonbons und so weiter oder in Säften kennt, ist dieser süße Johannisbeer-Geschmack. Und den haben wir hier. Den schönen Johannisbeer-Geschmack. Da ist, wie gesagt, noch was drin. Eine Nektarine, auf die wäre ich diesmal auch nicht gekommen. Aber den Energy-Drink-Geschmack kann man hier auch auf jeden Fall auch noch rausholen. Hält sich aber hier im Hintergrund. Also ich würde sagen, Johannisbeer liegt hier so geschmacklich bei 60-65% und der Rest 10% die Nektarine und der Rest geht wirklich auf den Energy. Auch sehr gelungen, schmeckt mir sehr gut und ist definitiv mein Favorit von der Serie. Wobei dieser authentische Apfelgeschmack war auch echt nicht verkehrt. Noten, 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 ja. Da beschweren sich sehr viele, dass ich Noten drauf gebe, weil sie immer sagen, du hast bei dem einen Video darauf eine Note gegeben, ist das Ding jetzt genauso gut wie das und das. Ihr dürft das nicht immer videoübergreifend sehen, ja. Es geht nur, in diesem Video geht es darum, was ich gerade vorstelle. Und das darf man nicht vergleichen mit anderen Videos. Das ist wie in der Schule, ne? Wenn du 12 Seiten einen Deutschaufsatz schreibst, eine 2 hast, kannst du es nicht vergleichen, weil du in Geschichte 3 Fragen beantwortet hast mit 2 Zweizeilern und eine 1 bekommen hast. Ist auch weniger Aufwand, hast aber eine bessere Note bekommen, weil vielleicht der Inhalt besser war und so weiter und so fort. Aber das eine ist in Deutsch, das andere ist in Geschichte. Ne? Verschiedene Videos, deswegen machen wir heute mal einfach keine Noten. Oder wollt ihr Noten unbedingt?
lasst es mich wissen. Hier wäre ich bei jedem Liquid bei einer Note von in dem Bereich zwischen 1- und der 2-. Mein Favorit ist definitiv hier, wie gesagt, der Ehrenmann. Dem würde ich die 1- geben. Das Minuszeichen leider nur deswegen, weil es für mich schon ein Ticken zu viel Colada ist oder Frische ist. Wenn die Frische hier komplett weg gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich viel, viel mehr gefeiert. Aber das ist subjektiv, Leute. Die Noten gebe ich subjektiv. Die authentische, oder besser gesagt, ob etwas authentisch ist, ob man es vergleichen kann, das erkläre ich euch ja beim Geschmackstest, beim Lecken und beim Dampfen. Das habe ich euch, glaube ich, auch versucht, heute wieder mal ganz gut nahezubringen. Ob ich es geschafft habe, ist euch überlassen. Wer ist der traurige Verlierer? Jetzt muss ich die Flaschen erstmal alle nochmal suchen. Ich sollte auch den Deckel immer schön drauf machen, dass die mir hier auf der Couch auch nicht auslaufen. Mein Verlierer ist wahrscheinlich der lustige Cousin und mein zweiter Gewinner ist wahrscheinlich tatsächlich der Penga mit dieser Gurkennote, weil das wirklich sehr, sehr interessant war. Checkt es für euch selber aus, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr diese Liquids kennt, ob ihr diese schon probiert habt und was ihr von ihnen haltet. Mehr fällt mir in diesem Zusammenhang nicht ein. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche. Nicht vergessen, heute Morgen gibt es Champions League und Europa League. Am Donnerstag ist Valentinstag, also beglückt bitte. Das meine ich jetzt nicht auf die schweinische Art und Weise. Eure Liebsten, vergesst dabei bitte auch die Mütter und die Omas und so weiter nicht, denn die haben es genauso verdient, von euch Blumen zu haben. Nicht nur, weil Valentinstag ist, vielleicht aber auch einfach mal, weil Mittwoch ist, weil Donnerstag ist, weil man die Menschen liebt. In diesem Sinne, euer Dampfidas, ich wünsche euch was. Nicht vergessen, donnerstags Livestream 20.30 Uhr, Dampftuber TV mit Steamshots, Dampf Euphorien, Dampf Brothers und ja, mit mir halt auch. Bye! Herzlichen Glückwunsch! Du hast es also wieder geschafft, ein Video von mir zu überleben. Und hast nicht mal, naja, so viel Schaden davon getragen. Falls du jetzt also den Kanal abonnieren möchtest, klick einfach mitten auf mein Gesicht. Hier auf die Nase oder aufs Auge, wo du Bock hast. Falls du Lust auf mein letztes Video hast, klicke hier. Oder auf ein random Video, das YouTube tatsächlich für dich aussucht, Freiheiten und so, dann klicke hier. Bis zum nächsten Mal. Euer Dampfdidas. Bye.